Die Karibik wird von einem weiteren Wirbelsturm heimgesucht. Hurricane Nicole hat Bermuda erreicht. Die gut 65.000 Einwohner waren aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Zuvor hatten sie versucht, ihre Häuser, Schulen und andere Bauten abzusichern. Nicole erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Das Auge des Kategorie-3-Sturms zieht Richtung Nordosten. Doch die Ausläufer sorgten auf Bermuda für mehrere Sturmfluten. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt, viele überflutet, Tausende sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Meteorologen erwarten, dass sich der Sturm in den kommenden Tagen abschwächt.